Hallo liebe Bremen-News-User, ich stehe jetzt hier gerade im Landgericht Bremen, wo soeben das Urteil verkündet worden ist im Fall der Messerstecherei in der Waterfront. Da wurde den zwei Angeklagten vorgeworfen, dass sie im 2016 das Opfer angegriffen haben und mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Insgesamt waren drei Männer angeklagt und heute wurde das Urteil verkündet. Der Hauptangeklagte muss für 3 Jahre und 6 Monate hinter Gittern und der Nebenangeklagte für 2 Jahre. Die Strafe wurde für den offenen Vollzug angewendet und ja, es ist eine sehr harte Strafe, aber noch nicht so hart, wie die Staatsanwaltschaft zu Beginn gefordert hat. Die Staatsanwaltschaft hat darauf gepocht, dass es ein versuchter Totschlag war. Die Richter sind darauf nicht eingegangen, haben gesagt, dass es sehr spontan gewesen, die Entscheidung zu einer Auseinandersetzung zwischen den Angeklagten und dem Opfer. Daher haben sie nicht das Strafmaß von 4 Jahren auf Freiheitsstrafe genutzt, sondern auf 3 Jahre und beziehungsweise 2 Jahre. Ob die Angeklagten in Revision gehen, beziehungsweise die Anwälte, ist noch nicht klar. Es besteht natürlich die Möglichkeit. Der dritte Angeklagte im Bunde ist auf 1 Jahr und auf Bewährung verurteilt worden. Die Angeklagten haben es sehr gefasst aufgenommen, das Urteil. Das ist jetzt bereits schon, liegt 2 Jahre zurück. Insgesamt, dem ganzen Vorlauf zu der überhaupt Messerstecherei ist nochmals 3 Jahre her. Also es ist sehr viel geschehen. Und ja, es bleibt abzuwarten, wie das jetzt weiter verläuft. Wenn keine Revision eingelegt wird, geht es für die Angeklagten 3 bzw. 2 Jahre, zumindest nachts hinter Gittern. Ja, das war die Urteilsverkündung im Waterfront-Fall. Wir melden uns ungefähr in 2 Stunden nochmals, wenn hier im Landgericht der Fall Beluga beendet wird. Hier wird auch eine Urteilsverkündung erwartet und wie es da Nils Stolberg treffen wird. Also bleibt dran.